Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark, weiterhin hier mit Jan. Er ist wieder gemutet, war ja wieder klar, ja. Immer gemutet, gemutet, gemutet. So. Hier dürfte ich hier bitte bauen. Dann schalte ich gleich das Geschütztürmchen an und dann bin ich gespannt, was hier passiert. Bin auch gespannt. War auf jeden Fall eine schöne Zeit hier. Kann man noch sagen, ja. Danke, dass ihr zugeschaut habt und so, ne? Zielerfassung nur wilde Kreaturen. Entfernung hoch, Warnung, keine Warnung. Ja. Okay, geht. Ich bin gespannt, ey. Aber ist der Petri? Ah ja, doch, der Petri ist der ganze Ecke schneller wie der Vogel, ne? Solange wie er da reinfliegt, ist mir das eigentlich alles Rille. Er muss nur da drin bleiben. Er muss nur da drin bleiben. Kannst du schon mal deinen Art da hinten in Startposition bringen, wenn du gleich weg musst oder so? Ja, ich stell mir den hier hinten hin. Du solltest alle deine Sachen in deinen Adler packen. Ich pack schon mal, ja. Auch dich komplett nackig machen würde ich in deiner Stelle. Weil überleben kannst du sowieso nicht. Oder? Nee. Wie überleben? Wenn er dich angreifen sollte. Da bringt die Rüstung, glaube ich, nichts, oder? Nö, ja. Hab ich gemacht. Noch ein paar extra Sicherheitsvorkehrungen. Ja, genau. Mach mal ruhig ein bisschen mehr. Mehr ist immer besser. Oben auf dem Dach muss auch noch was. Hauptsache, du fliegst tief, ne? Ja. Das ist wichtig. Ich bin Profi, das, ich weiß, was ich mache. Ja, ich sag's mal. Alter, ich habe jetzt schon so die Para, ne? Oh, ja, du musst ja nicht mehr reinfliegen. Wenn der das nicht schafft, da... Denk dann, rechts ist einer, ne? Ah, ja. Mach dich fertig, ich bin Profi, wie gesagt. Oh, Leute, ich sag's euch, das wird gleich eine reine Katastrophe. Gerade es regnet, ja? Unser Geschützturm kann gar nicht gucken, Alter. Das hat so nah geschossen. mach dich schon mal nackig, Jan. Ich glaube, die immer einen Drachen spawnen, so, weißt du? So per Mod-Menü. Nee. Eieiei. Vollfressen brauche ich mich jetzt auch nicht mehr. Nö. Verschwendetes Fleisch. Ja gut, du solltest auf jeden Fall so viel essen, nicht, dass du gleich Schaden kriegst von meinem Essen. Oh, hüpf mal. Komm, ich will die Dinger hüpfen sehen. Komm, hüpf mal. Ich gucke. Oh, hüpf mal. So, Rüstung rein. Bam, bam. Okay, Junge. Was brauchen wir noch? Ich flieg mal kurz zurück, ne? Ich hab noch was vergessen. Vielleicht braucht der Petri noch ein bisschen Essen. Auch nix. Nee, geht's gut. Wo ist er überhaupt? Ah, hat er voll? Ja. Dürfte ich viel? Und düster ab. Bisschen Gewichtsreduzierung noch. Ja, du solltest nichts bei dir haben, gar nichts. In der. Ja. Du hast dich umgenannt in Ultra-Unit, ich sag's dir, das wird nicht gut sein. Und sie oben Startposition. Hast du das Ding hier umgesetzt? Ja, aus Versehen. Die Treppe hier, ne? Ja. Hast du gut gemacht. Oben ist jetzt eine Plattform. Ja, stimmt! Ich hab das einfach nur platziert und. Ja, cool. Stellt die so locker eine Minute vor, wie kann ich das dann machen, dass das jetzt richtig. Okay, Ja. Dann hau mal raus. Was hast du hier im Griff, ne? Denn rechts ist auch ein Drache. Wenn du brauchst nur bis zu dem Berg rechts fliegen, dann siehst du den Drachen schon. Willst du dich erst um den rechten kümmern? Was soll ich denn? Wie soll ich mich denn darum kümmern? Oh, hier ist ein Tier, Giganto, okay, nice. Jetzt echt? Ja, genau hier, einmal an der Schlucht auch. Ein Giganto? Ja. Ja, den kriegen wir ja niemals down. Ne? Ja, der, ja. Ja gut, aber der interessiert, ne? Der interessiert dich ja eigentlich nicht. Der Spinne greift mich an, Rückzug. Der Schutzturm ist geladen, ne? Ich hab Axt in der Hand, Junge. Ja, cool. Halt, warte, ich muss Schrotflinte nachladen. Schrotflinte nachladen! Warte, hier irgendwo. Okay, jetzt müssen wir hier fokussierter Modus einschalten, ne?
Naja, Pfeile nachladen, Junge. Junge, ich mache euch mit Pfeile down, Junge. Mal, muss mal gucken hier. Was haben wir denn hier? Kann ich irgendwie einen Scan starten, wo Feinde sind oder so? Ja, Unterhose aufmachen. Okay. So, die Drachen. Okay. Ich kriege das hin, okay? Kein Problem. Wir haben das alles im Griff hier. Ich bin gar nicht angespannt. Nein, das ist auch nur scheiß Ark. Das sollte schon machen hier, ne? Oh, du hättest das ja, auch scheiß Drachen, sollen. Die dich killen wollen und so. Ist ja alles ganz normal. Ach, mit Facecam weiß ich, wie Jan davor sitzt. So auf der Lippe am Countdown. Also wie Turbo angeht. Ist jetzt keine Drachen. War doch schon irgendwo direkt ein Nest irgendwo. Einfach ein Nest. Oh Gott, die sind schon Drachen. Ist das ein Drache? Jan, ist doch scheißegal. Klau das Ei und komm nach Hause. Oh, jo, die sind Alter. No way. No way. Okay. Es sind viele. Und hofft, dass immer ja, nur genau einer unten, kommt. Wo ich rein muss, ist schon sofort einer. Ja, dann lock ihn doch. Ja, und dann? Ja, nach Hause kommen mit ihm. Ich mach den tot, Junge. Ich hab's rot, Alter. Ich flieg mal hier kurz hoch. Moment. Voll krass Schule. Das ist makar, weißt du, mit dieser Außenansicht. Ich zoom komplett raus, damit ich alles hier im Blick habe. Und denk an den Turbo, ne? Den du hast bei dem Petri. Ja, den Turbo. Diese Rolle. Ja, dann Ausdauer gleich null. Also die lass ich mal lieber weg. Du brauchst Vorsprung, denk dran. Alter, hier ist alles voll. Ja, bring doch einfach welche mit. Wir roten aus. Ich wurde erstmal hier oben auf den Berg geschissen. Sonst bringe ich Kalaschnikow-Gas mit. Guck grad, wo haben wir denn? Die haben wir irgendwo schon ein Ei oder so? Mit so einer Rose gehen das alles voll hier. Ja, aber dann bring doch kein Ei mit. Lock doch einfach ein. Ja. Ja. Komm her, mach selber. Oder kannst du die nur locken mit Eier? Oh Gott, jetzt kommt glaube ich einer, oder? Ah, ich glaube einer kommt. Ja, dann mach Gas. Mach düs, düs, düs! Du musst singen. Die Gigantus auch hier vorne direkt, Alter. Denn dass du in dieses Teil reinfliegst. Ja, ja. Wäre ganz cool, wenn das Ding jetzt mal aufploppen würde. Ah, da ist er. Da kommt ein Feind. Ja, ich sehe ihn. Er hat ihn schon anvisiert. Er schießt. Er hat aufgehört zu schießen, warum auch immer. Jetzt schießt er wieder. Er schießt, er ist tot. Alter, weißt du, wie scheißen viel Feuer in meine Fresse geflogen ist? Und was hat er bei sich? Ja, mal gucken. Ah, der sieht zu geil. Was hat er bei sich? Oh, hier, Feuerkralle, Rohstoff. Ja. Oh, dankeschön. Aber der Rest ist Müll. Aber mit diesem einen Gewehr, was Kabi da hatte, weißt du, mit selber drauf sitzen, der haben die aber ziemlich mehr geschluckt. Das ging jetzt eigentlich relativ schnell down. Ja, welches Level hatte er denn? 19? Level 20er? Also, ja, okay, 19. Wir brauchen ein bisschen Fleisch. Oh, geht's gut, okay. Eigentlich, ich hatte oh, wir kriegen Schwefel aus dem, wenn wir den töten. Ja, ja, wegen Feuer, ne? Seit wann kriegt man das? Mach. Echt? Ja. Also, ohne Scheiß, den töten, das war jetzt sicherlich, aber der Scheißstrahl ging weit bis hierhin. Hat hier irgendwas Schaden gekriegt? Nein. Es hat aber nicht Schaden bekommen. Also nee, geht die Animation... Mich hat eigentlich komplett abgefuckt. Ja, also musst du auf jeden Fall wissen, dass du weiter fliegst wie nur hier vorne am besten. Muss meinem Vogel ein bisschen was zu essen geben. Hat das super geklappt? Die bleiben schon mal stecken, das wissen wir, alles gut. Wir lassen uns haben auch keinen Schaden gekriegt hier, ne? Nein, es hat nicht Schaden bekommen, gar nichts. Es ist alles gut. Und wir hatten 496 Schaden, Kugeln, jetzt haben wir 482. Oh, passt doch. Das war lächerlich. Du musst halt nur wirklich gucken, dass du schnell wie möglich wieder ausmachst, wenn es fertig ist, ne? Wieso? Der ist nicht weiter ballert. Der ballert nicht weiter. Wenn der tot, dann hört er sofort auf. Ich meine, wenn dann irgendein anderes Tier dann noch kommt oder so. Ach so, ja, aber ist gar nicht schlecht, wenn die weg sind. Gerade. Ich weiß aber nicht, ob die dann sofort wieder spawnen, wenn hier irgendwelche... Nein, 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 nein. Dann könnten wir jetzt mal alle Drachen eigentlich ausschlössen hier, oder nicht? Das ist ja das, was ich letztes Mal ja schon zu dir gesagt habe. Die Respawn-Zeit dauert, ne? Hast ja gesehen, wenn wir unten Tiere töten, wie lange das dauert, bis manche respawnen. Was wichtig ist, dass du einfach nur wieder genauso tief, weil das war schon eng. Also der wäre fast gar nicht reingekommen ja. in die
ins Dingens, ne? Weil du erst ziemlich weit rechts geflogen warst, laut meiner Ansicht, als von dir aus links. Aber es funktioniert. Also bis jetzt bin ich begeistert, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das Ding macht. Hier. Kann mich bitte erst einer angreifen von euch? Und das Ding macht ziemlich viel Schaden. Okay, einer kommt wieder. Ein Gift, also nicht so schlimm in dem Sinne. Ja, ich bleib aber weiter hinten. Generator läuft, der Rest ist mir egal. Dass unsere Falle erst so spät aufploppt, das nervt ein bisschen. Ja, ja. Aha. Oh, er spritzt Gift. Guckt schon, ja. Ja. Bin tief, glaube ich. Er sitzt aber verdammt dicht hinten an deinem Arsch, Jan. Mach, wenn du kannst, die Judo-Rolle! Mach eine Judo-Rolle! Jawohl. Ja, wegen den Pillars hört er zwischendurch auf zu schießen. Jawohl. Auch 19er. Ja, er glitscht sich erstmal tot. Dabei gehabt. Giftkralle, okay. Oh. Der war schon ein bisschen mehr ausgehalten, oder? Ja, ich gehe aber davon aus, weil der. Der Pillar, der in der Mitte ist, der nimmt immer die Aggro weg von dem Geschützturm. Man müsste das Geschützturm weiter rechts oder so stellen, aber ist scheißegal, lass einfach so. Jan macht keine Scheiße, lass es so, es funktioniert. Mir gefällt es. Ob das Vieh 5 Minuten dauert, bis er tot ist, 460 Schuss, also das waren jetzt 22 Kugeln. Oder mach ich weiter. Ist aber schon sehr sparsam. Der Kavi hat da, glaube ich, wo wir das zum ersten Mal gemacht haben, richtig doof und richtig ratatatatatata. Richtig. Also 22 Kugeln ist nicht viel. Meiner Meinung nach. So viele rum, ey. Erstmal wieder landen. Ist auf jeden Fall Action Party hier, Leute. Soll mal einer sagen, das ist jetzt nicht spannend. Letzteres ist, glaube ich, am heftigsten, die längste Reichweite, glaube ich. Und der grillt hier aber total. Ja, der Blitz ist übel, aber ich glaube, wir hätten die Leiche erst entfernen müssen, oder? Na, jetzt egal. Bist du schon wieder auf dem Weg? Ja, ich stehe hier schon in der Luft und warte, bis mich einer angreift. Und was macht die Ausdauer eigentlich? Easy? Ja, ganz okay. Ich lande immer sofort beim Spalt, weißt du? Ja. Spalt. Was ja übel wäre, wenn diese Drachen mal den Titan angreifen. Ja, okay. Weg. Ich habe aber das Gefühl, als wenn du genauso schnell bist wie der Drache. Ja, die Petris sind genauso schnell. Vielleicht ein Stückchen langsamer sogar. Früher, wenn du das halt geskillt hast, waren die am schnellsten. Der passt jetzt genau hier rein. Ja, bleib bloß tief. Du bist saumäßig weit weg noch. Jetzt weg! Oh no. Oh, ich bin hängen geblieben. Ja, er wird aber getötet. Er frisst gerade unseren Petri. Glaube ich, blockiert. Er wird nicht abgeschossen von unserem Vieh. Er hängt da drinnen. Jetzt fliegt er weg. Er haut ab. Jetzt wird er angegriffen. Jetzt dreht er um. Scheiße. Ja, ist abgehauen. Siehst du das? Jetzt kommt er wieder zurück. Jetzt müssen wir aufpassen, Alter. Wir müssen echt aufpassen. Ich setze mich auf meinem Adler und verpiss mich. Ich hab deinen Adler. Scheißegal. Passt down. Oh. Hätten wir echt wirklich die Leiche als erstes rausnehmen sollen, weil ich bin da gegen den einen gegengeflogen hier und kam nicht raus. Da hat mich der Körper hier komplett blockiert. Ja gut, aber wir hatten ja ein Bett. Also das ist jetzt gar nicht das Schlimme. Ein Petri zu kriegen ist eigentlich auch nicht das Schlimme, weil ich habe Narkotikumpfeile dabei. Also darum mache ich mir eigentlich gerade gar nicht so die Gedanken. Hast du dein Shirt noch bei dir? Ja. Wieso? Was hast du gedroppt? Abraham, Schwertskin? Ja, das Schwert, was ich hatte da mit den Skin. Oh, wie geil. Ja, Dorn kannst du jetzt auch draufziehen. Waffe, jawohl. Weil hier einen Reaper-Helm habe ich noch. Ja, jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir hier die Leichen erstmal. Ne, erstmal muss ich zusehen, dass ich einen Petri besorge. Hast du den Sattel vom Petri? Ja, den habe ich.
Heißt mal hinten rein. Noch eine Axt, dann hau ich gleich mal die Leichen da weg. Ja, und ich lade. Ich habe 11 Narkotikum-Pfeile. Ich hoffe, dass das reicht. Ich versuche, einen Petri zu holen. Das Problem ist, dass die ja wirklich wenig Ausdauer dann haben, ne? Und darum fliegt einer. Ah, ich brauche so eine Bola. Da, eine Bola. Drei Steine, ein bisschen Stroh und Fasern. Ja, kein Problem, Alter. Weil dann bleibt er ja auf jeden Fall unten. Dann brauche ich mir keine Gedanken machen. Natürlich. Fasern und Stroh. Stroh kriege ich mit Pickaxe. So. Paar Fasern. Herstellen. Bola. Dankeschön. Hab ich gemacht, Jan. Was bist du für ein Petri? Ah, schön, dass du gelandet bist, genau vor meiner Nase. Das mag ich doch gerne. Dafür kriegst du gleich ein Geschenk von mir. Moin. Okay, Petri schläft. Was? Ah, toll, ich habe kein rohes Fleisch. Ah, doch, im Adler. Ob ich irgendwo noch ein bisschen rohes Fleisch abfarmen kann. Gut, der Fehler, der wird uns jetzt auch nicht nochmal passieren. Ja, wir war halt nur die Leiche, die mich blockiert hat. Ja. Kam halt nicht raus. Nur 26% hat er schon. Ich habe halt kein rohes Fleisch, ich habe halt nur gebratenes Fleisch. Oh, ist scheißegal. Dauert halt dann 2 Minuten länger, mein Gott. Oh, ich habe rohes Fleisch. Oh. Hier kam gerade ein Tier, der hat erstmal einen One-Shot mit der Schrotflinte gekriegt. Hey, Mr. Petri. Hier, rohes Fleisch für dich. Haust dir rein. Schmeckt fein. Hau rein, schmeckt fein. Ich sage vielen, vielen Dank für Leute fürs Einschalten. Ja, hatten wir jetzt schon gut Action, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Bin gestorben seit 3000 Folgen. Ohne war es nicht. Ja, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, aber wir werden sehen, was morgen passiert. Bis denn, tschüss.